Herzlich willkommen, Kapitäne, Kapitäne, bei Wild auf Forsche. Wieder kann man sagen, wir haben jetzt die Mutter abgeschlossen. Wir gucken uns an der Kurfürsten. Kurfürsten kann man sagen, ist ein Ackerkampfschiff. Aber wir gucken uns gemeinsam den Skillbaum an. Wie gesagt, ist nur eine Empfehlung. Ihr müsst nicht zu skillen. Aber es ist so eine Richtung, wie ich persönlich den Kurfürsten spielen möchte. Wie gesagt, es ist nur eine Empfehlung. Ihr müsst nicht so skillen. So. Wie gesagt, bei der anderen, bei Mutena ist so, das Gelbe wird mir empfohlen, was ich skillen sollte. Pyrotechniker, also mal Sprengmeister, das alte, brauche ich nicht, lohnt sich nicht. Secondary, wenn die am Rutzen ist, du hast so viele Kugeln in der Luft, lohnt sich überhaupt nicht. Ich danke wirklich persönlich den Primitiv Maßnahmen nehmen, mir nicht so schnell die Module rausfliegen. Dann will ich, das kann man sagen, läuft geschmiert, das alte Elite-Geschütze. Will ich persönlich skillen, weil ich habe so jetzt 38,3 ist nicht schlecht. Wir haben hier vor 46 mit den Verbesserungen haben wir relativ viel gespart, deswegen ist schon ein empfehlenswert. Verbesserung, würde ich auch persönlich mehr drauf zugehen. Ich erkläre auch warum, auch weil hier wir haben ja die geile Hydro auch. Und würde sagen, dann gehen wir auf die Secondary, ist auch nicht schlecht. Zusätzlich 20% haben wir hier, kann man sagen, hier 11 Kilometer. Es gibt das Modul dazu, wir kommen auf, glaube ich, auf 12,5. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich gehe auch, deswegen, es gibt, ja, das mit dem Modul kommen auf 12 Kilometer, aber ich habe das lieber, dass 7-Modifikation drin, denn mein Kurf ist etwas genauer ist. So. Und zusätzlich noch, kann man sagen, Verbesserung der Zielerfassung der Secondary. Das ist für mich ein Pflichtskill, würde ich sagen. Das Ding, zusätzlich 20%, ist nicht schlecht. Aber das Nachteil, die Secondary schießt wahllos durch die Gegend, die trifft wirklich gar nichts. Und die minus 35%, das ist schon Hammer. Deswegen kann man sagen, ist schon ein Pflichtskill, muss man mitnehmen. Mir wird nur Nahkampfexperte auch noch empfohlen. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich gehe lieber Grundlage Überlebensfähigkeit, weil hier wird mir alles Ladezeiten, Hau und Secondary und noch zusätzlich Hauptbatterie empfohlen. Wie man das wirklich im Spiel sehen kann. Leider durch den mal komme ich ungefähr auf 25, glaube ich, Sekunden eventuell höchstens. Wird mir hier nicht angezeigt. Könnte man mitnehmen. Deswegen ist so eine Sache. Nehme ich lieber die Grundlage Überlebensfähigkeit lieber mit. Das Brandbekämpfen minus 50% das Reparatur für mein Modul und das Wassereinbruch minus 15 ist schon cool. Nein, der Kuf ist riesengroß und ich finde, das ist schon relativ auch an Grunden mitzunehmen. Links halbwegs auf Überleben zu skillen. Nicht komplett wie das hier ist, komplett auf Nahkampf. Ist, kann man sagen, nett und schön, aber wenigstens auf halbwegs auf Überlebensskill ist schon, kann man sagen, schon eine Pflicht. So, und ich nehme zusätzlich noch die Teilungsmeister mit. Habe ich glaube 16 Kilometer mit den Teilungsmeister, habe ich 14,3, das ist schon nicht schlecht. Wir gucken uns auch mal, kann man sagen, uns mal die Flugabwehr an. Ich habe auch Ewigkeit mal meinen Kufis mal komplett auf Flugabwehr geskillt. Wir gucken uns mal das mal ein bisschen an. Nehmen wir mal Flakschütze mit. Da kann man sich zusehen, etwas verbessert. Nicht viel, aber. Schade. Also, da bin ich schon mit dem Skill schon durch, okay. Naja. So. Kann man sagen, so will ich mein persönlich mal Kufis skillen. Wie gesagt, mit den Verbesserungen für Material gehe ich auch gleich drauf ein. So. Wie gesagt, Adlerauge komplett wie hier, komplett ignorieren. Brauche ich im Kurfürst nicht. Kurfürst ist eigentlich so richtig mehr ein Nahkampfschiff. Und ich kläre auch, warum das hier auch ein bisschen auch mitnehme. So. Wir gucken uns ja erstmal das verpassen. Wir haben so die Hydro. Ich habe hier ein Signal schon drauf. Nehmen wir mal. Genau. Ich habe da den Skill ja schon drin bei mir persönlich ja schon. Wir hätten uns vorangerufen, ich habe so
Und im Skill habe ich 120 Sekunden. Hier habe ich jetzt 132 Sekunden. Ist, kann man sagen, nicht schlecht. Jetzt klatsche ich noch zusätzlich noch die Signale drauf. Bäm. Das habe ich 145 Sekunden. Und zusätzlich noch die Hydro, was ich hier einbauen kann. Bäm. Da habe ich fast 174 Sekunden bei Quetschte. Das heißt, ich habe fast über 3 Minuten habe ich Hydro dabei. Und für ein Nahkampfschiff ist das schon hammergeil. Wie gesagt, Secondary will ich persönlich nicht mitnehmen. Die wird zusätzlich noch verbessert. Aber ich nehme die Hauptbatterie nur zusätzlich noch mit. Okay. Deswegen. Hier würde ich sagen, hier würde ich persönlich eher die Hydro mitnehmen. Aber wenn man wirklich eher so ein Nahkampfschiff ist, 3 Minuten Hydro ist schon hammergeil. Und wie gesagt, das ist so mein Empfehlungswert. Mit dem Modul kommt man wirklich auf knapp wirklich 3 Minuten. Das habe ich nicht mehr getestet. Ist schon hammergeil, wenn man als Nahkampfschiff agiert. Hydro, weil der deutsche Hydro ist relativ nicht lang. Wie gesagt, 1 Minute 20, das ist ja nicht viel. Und zusätzlich mit den ganzen Hydro, was man hier mitnehmen kann, ist sein Skill eigentlich schon Hammer. Deshalb kann man sagen, es ist so ein kleiner Geheimnistipp, kann man sagen, mit den Hydro. Ihr könnt mal austesten, geht hier im Koop oder Übungsraum. Könnt ihr euch wirklich das mal angucken. Das ist so, kann man sagen, ein kleiner Geheimtipp mit den Hydro. Hier kann man die Hydro richtig gut buffen. Deswegen. Aber wie gesagt, hier nehme ich lieber Brandschutz mit, weil die Deutschen brennen mich sehr gerne. Aber ich trotzdem hier mal meine 145 Sekunden ist eigentlich auch relativ viel. Das ist, kann man sagen, schon ordentlich. Das kann man sagen, hier verabschieden lassen, sondern mit dem Kufis-Skill, wie gesagt. Es ist der Skill, was ich hier habe, ist eine Empfehlung, nur eine Empfehlung. Ihr müsst es nicht so skillen, ihr könnt auch anders als skillen. Ihr könnt auch hier schwere, super schwere AP-Granaten, aber hier habt ihr leider nur Minus-Bonus drauf. Lohnt sich eigentlich leider nicht. Wie gesagt, ist so wie eine Sache. Das ist eine Empfehlung. Ich könnte hier einen Lichtschutz rausnehmen. Sie hätte ich noch einen Point. Hätte ich noch Notreserve-Expert. Hätte ich auch noch für weitere Kompetitur-Mannschaft noch. Aber muss ich gucken, wie das Spiel, also mal wie das Ding fährt. Wie gesagt, das ist nur eine reine Empfehlung wert. Ihr müsst es nicht so skillen, aber es ist nur Empfehlung. Da würde ich sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen mit den Kufis-Skills, wie ich das so persönlich skillen würde, schreibe eure Meinung dazu, wie ihr das Skill findet oder sonst irgendwas. Das möchte ich auch gerne von euch gerne wissen. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und viel Spaß bei den neuen Skillungen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!